würde gerne Ulrich Heyden willkommen heißen. Ulrich Heyden ist deutscher Journalist und Historiker, arbeitet seit 1992 als Russland-Korrespondent für zahlreiche Medien und ist Autor des Dokumentarfilmes Lauffeuer über das Massaker an ukrainischen Aktivisten am 2. Mai 2014 in Odessa und erhielt auch 2016 ein Einreiseverbot in die Ukraine. Ja, vielen Dank. Was drücken? Also vielen Dank für die Einladung auch hier zu dieser Konferenz und ich freue mich unheimlich, weil das ist das erste Mal seit dem Beginn des Post-Maidan-Zeitalters, dass deutsche und ukrainische Journalisten und Aktivisten zusammensitzen und gemeinsam beraten und sich austauschen. Und vielen Dank an die Partei Die Linke und vor allen Dingen auch an André Hunko und sein Team, dass sie diese gewaltige Aktion hier gestartet haben. Immer dann, wenn in der Ukraine ein kritischer Journalist oder Andersdenkender von Rechtsradikalen oder Ultranationalisten überfallen oder getötet wird, wenn die Redaktionsräume kritischer Websites wie Strana.ua oder dem Internetportal Timer in Odessa von Geheimdienstbeamten durchsucht werden, wenn ukrainische Journalisten wegen Landesverrat verhaftet werden, wie am 15. Mai Kirill Wischinski, der Büroleiter der staatlichen russischen Nachrichtenagentur RIA Novosti in Kiew, und vor ihm im August 2017 der ukrainische Journalist Wassili Morawiecki, schweigen die großen deutschen Medien oder berichten nur am Rande. Doch am 30. Mai 2018 brach plötzlich Unruhe in den deutschen Medien aus. In großen Schlagzeilen berichteten sie vom Mordanschlag auf den Journalisten und scharfen Putin-Kritiker Arkadi Babchenko. Stunden später stellte sich heraus, dass Babchenko lebt und der Mord eine Inszenierung des ukrainischen Geheimdienstes war, bei welcher der Journalist mitgespielt hatte. Was steckte hinter dem plötzlichen Interesse deutscher Medien für tote Journalisten in der Ukraine? War es die Sorge um das Leben kritischer Journalisten? Ich glaube nicht. Der Hauptgrund war, dass man wieder Russland als angeblichen heimlichen Drahtzieher in den Fokus stellen konnte. Diese Wertung mag einigen gewagt erscheinen. Doch wo waren die Schlagzeilen in den deutschen Medien, als im April 2015 der russlandfreundliche Journalist Oles Busina in Kiew direkt vor seinem Haus vermutlich von Rechtsradikalen niedergeschossen wurde? Wo waren die Schlagzeilen in Deutschland, als im Juli 2016 der liberale Kiewer Journalist Pavel Scheremet mit einer Autobombe getötet wurde? Beide Morde wurden bis heute nicht aufgeklärt. Warum berichten die großen deutschen Medien nicht oder nur am Rande, als die kritischen ukrainischen Fernsehsender News One und Inter 2016 und 2017 von ukrainischen Ultranationalisten tagelang belagert wurden? Die Ultranationalisten fackelten sogar einen kompletten Redaktionsraum beim Kanal Inter ab. Wenn es so etwas in Russland gegeben hätte, dann hätten die deutschen Medien tagelang per Live-Schaltung darüber berichtet, nicht aber in der Ukraine. Welche große deutsche Zeitung berichtete über den Fall Kotsava? Keine einzige. Welches große deutsche Medium berichtete, dass die Massaker auf dem Maidan in Odessa immer noch nicht aufgeklärt und noch niemand verurteilt wurde? Welches große deutsche Medium berichtet über meinen Film Lauffeuer zu den Brandangriffen aufs Gewerkschaftshaus von Odessa? Kein einziges. Es ist der einzige deutschsprachige Film, der die politischen Hintergründe des Brandanschlags ausleuchtet. Deutschland hat etwas zu verbergen. Die deutsche Elite ist heimlich verbunden mit der Regierung in Kiew. Man will ihr nicht durch negative Berichte schaden. Anders kann ich mir dieses schon seit 4 Jahren andauernde Schweigen nicht erklären. Dieses Schweigen hat katastrophale Folgen für die Glaubwürdigkeit der deutschen Demokratie. Und eben dieses Schweigen ist einer der Gründe, warum die Volksparteien in Deutschland massiv an Vertrauen verloren haben. Wenn die deutschen Medien sich an journalistische Standards halten würden, dann würden sie auch die ukrainischen Regierungskritiker und kritische Journalisten aus der Ukraine zu Wort kommen lassen. Diese berichten über die gewalttätigen Ausschreitungen rechtsradikaler und nationalistischer Kräfte, die Rentner überfallen, die das russische St. Georgsband tragen. Sie berichten darüber, wie Ultranationalisten ukrainische Gerichte besetzen, wenn ihnen Richtersprüche nicht passen. So geschehen im November 2015 in Odessa. Die kritischen ukrainischen Journalisten berichten auch darüber, dass das Stadtparlament in der südukrainischen Stadt Tscherkassk im Januar 2018 von Ultranationalisten der Nationalen Bürgerwehr besetzt wurde. Der Vorfall erinnerte mich an den Terror der SA und der NSDAP gegen Sozialdemokraten, Kommunisten und andere Oppositionelle vor dem Machtantritt Hitlers.
Als der Journalist und Putin-Kritiker Arkadi Babchenko einen Tag nach seinem offiziell verkündeten Tod quicklebendig vor die Kameras trat, herrschte in deutschen Redaktionsstuben Panik. 4 Jahre lang hatte man treu und brav die Pressemeldung der ukrainischen Regierung zitiert und als Meinung der Ukraine ausgegeben. Und nun hatte die ukrainische Regierung mit einer für alle Welt durchschaubaren Provokation ihre Glaubwürdigkeit und auch die Glaubwürdigkeit ihrer Nachbeter im Westen zunichte gemacht. Die Verzweiflung der deutschen Journalisten in den großen Medien war deutlich zu spüren. Und die Verzweiflung wurde wieder in sinnlosen Attacken gegen Russland gelenkt. Sabine Adler vom Deutschlandfunk beschuldigte die ukrainische Regierung russischer Methoden. Wortreich warnten deutsche Kommentatoren, dass der Fake-Mord in Kiew Moskau nützt. Das schöne Bild einer Ukraine, die sich nach einer Volksrevolution der demokratischen Staatengemeinschaft in Europa anschließt, bekommt immer mehr Risse. Was 2014 noch unmöglich war, dass der kritische ukrainische Videoblogger Anatoli Schari in deutschen Medien ohne Schmäh erwähnt wird, zeigt, dass die blinde Kiew-Hörigkeit in deutschen Medien zu wackeln beginnt. Schari hatte aufgedeckt, dass ein Konsul im ukrainischen Konsulat in Hamburg auf seiner Facebook-Seite über lange Zeit faschistisches Gedankengut propagierte. Kiew sah sich gezwungen, den Spitzenbeamten abzuberufen. Doch eine Kursänderung hin zu einem fairen Journalismus in Deutschland, der beide Seiten in der Ukraine zu Wort kommen lässt, Machthaber und Kritiker, ist nicht in Sicht. Zu viel steht auf dem Spiel. Die Post-Maidan-Regierung in Kiew mit ihrer antirussischen Politik ist für Deutschland nach wie vor ein Wunschpartner. Dass diese Regierung hochgradig korrupt ist, darüber wird zwar berichtet, aber wenn es darum geht, sich die gerade erst dem russischen Einflussbereich entrissene Ukraine zu sichern, will man sich mit Kleinigkeiten nicht aufhalten. So die unausgesprochene Devise der deutschen politischen Klasse. Dass die ukrainische Regierung russische soziale Netzwerke mit Millionen ukrainischen Nutzern abschalten lässt, Friedensmärsche von russisch-orthodoxen Gläubigen durch Kiew verbietet, russischen Sängern und Sängerinnen Auftrittsverbot erteilt, die Schriftsteller Tolstoi und Dostojewski wegen imperialer Sichtweisen aus den Schulen verbannt, dass nach dem neuen ukrainischen Lehrplan in Schulen ab der 4. Klasse nur noch auf Ukrainisch unterrichtet werden soll, obwohl 40% der Bevölkerung russischsprachig sind, ist für die großen deutschen Medien kein Thema. Man muss schon die österreichische Tageszeitung Der Standard lesen, um eine kritische Gesamtdarstellung über das Verdrängen der russischen Sprache aus der Ukraine zu lesen. Deutschland sieht sich gerne als das Land, das seine eigene diktatorische Vergangenheit aufgearbeitet hat und stolz ist auf seine großen kulturellen Leistungen. Das Schweigen zu der Unterdrückung der russischen Kultur in der Ukraine passt da so gar nicht ins Bild. Es weckt böse Erinnerungen an das Deutsche Reich, das nach dem Ersten Weltkrieg schon einmal erfolglos versuchte, die Ukraine dem russischen Einflussbereich zu entreißen. Warum schweigen die deutschen Medien, als im April 2017 in Kiew das direkt neben der Synagoge gelegene Theater Belletage, das in diesem Theater Belletage das Stück Holocaust Kabarett auf die Bühne brachte? In dem Schauspiel geht es um den ukrainischen KZ-Wächter John Demjanjuk, der angeblich unter fragwürdigen Anschuldigungen verurteilt wurde. Der oberste Rabbi der Ukraine, Moshe Asman, protestierte. Die deutschen Medien schwiegen. Die deutschen Medien schwiegen auch, als am diesjährigen Hitlergeburtstag, Kurzhaber hat es erwähnt, eine Roma-Siedlung in einem Kiewer Park von Rechtsradikalen abgebrannt wurde. Im November 2016 erklärte der ukrainische Kulturminister Jewgeni Nischuk in einer Fernseh-Talkshow, bestimmte Gebiete in der Zentral- und Ostukraine seien genetisch unrein. Gemeint waren die Gebiete mit einem hohen Anteil russischsprachiger Bevölkerung. Nach Protesten entschuldigte sich Nischuk. Er sei falsch verstanden worden. Kein deutsches Medium berichtete darüber. Habe ich noch? Oder ist Schluss? Nicht nur russische Journalisten sind von Ausweisung aus der Ukraine betroffen, auch Journalisten aus der EU. Keine einzige Regierung in der EU protestierte gegen diese offensichtliche Zensur. Auch Brüssel schwieg. Ich selbst bekam am 30. April 2016 im Flughafen von Odessa ein 5-jähriges Einreiseverbot. Ich hätte Donetsk von Russland aus besucht, hieß es zur Begründung. Der Berliner Journalist und ehemalige Chefredakteur der Zeitschrift Europa Express, Sadi Isakov, er sitzt dort hinten, bekam im April 2016 auf dem Flughafen von Odessa ebenfalls ein 5-jähriges Einreiseverbot. Isakov hatte weder Donetsk noch die Krim besucht. Er hatte allerdings kritische Artikel über die Machtwechsel in der Ukraine und das Massaker in Odessa geschrieben.
Durch die Solidarität von Journalistenverbänden konnte die Aufhebung des gegen die spanischen Journalisten Antonio Pampiega und Angel Sastre am 24. August 2017 auf dem Kiewer Flughafen Boryspil ein dreijähriges Einreiseverbot verhängt. Das konnte aufgrund von Protesten gecancelt werden. Am 1. Mai 2018 kamen auf den Flughäfen von Odessa und Kiew-Boryspil gleich zwei Journalisten eine fünfjährige Einreisesperre. Der mit internationalen Preisen ausgezeichnete italienische Fotojournalist Giorgio Bianchi, der im Donbass Fotoreportagen gemacht hatte, und der tschechische Journalist Jan Rychetsky, der kritisch aus Lugansk, Odessa und Transkarpatien berichtet hatte. Zum Schluss möchte ich einen Vorschlag machen. Ich würde es sehr begrüßen, wenn unsere Konferenz sozusagen dieser Impuls weitergeht. Und mein Vorschlag ist, dass wir einen deutschlandweiten Aktionstag machen gegen die Repression gegen Andersdenken in der Ukraine. Der zweite Vorschlag, dass wir versuchen, gemeinsam zu prägnanten Repressionsmaßnahmen Stellung zu nehmen, das heißt also, wo die Unterschriften bekannter Leute aus der Ukraine und Deutschland runterstehen, damit die Medienblockade durchbrochen wird. Und ich glaube, der Fall Russland-Kozaba zeigt uns, dass länderübergreifende Zusammenarbeit Erfolg haben kann. Nur so können wir diese Medienblockade durchbrechen. Vielen Dank. Vielen Dank an alle. Jetzt gibt es die Möglichkeit einer Fragerunde. Und da gab es schon mal eine Anmeldung, die bei mir eingegangen ist. Herr Wladimir Sergienko hatte sich zu Wort gemeldet. Es ist so, dass wir befinden uns gerade in einem Propagandakrieg, und das ist traurig. Und das ist Propagandaschlacht, welche läuft. Und Blitzkrieg im Infobereich hat sich gescheitert. Wir müssen uns vorbereiten von längerer Zeit, und das dauert. Ich denke, in bestimmte Zukunft. Wir schauen, wie entwickelt die Sache. Я перейду на русский язык и продолжу. Ich werde jetzt ins Deutsche wechseln. Und ich werde auf Russisch sprechen. Es gibt ein sehr großes Krieg. Das ist der Informationskrieg, und zwar der Informationsbunker, der in Deutschland ist. Da sind Medien, die Probleme verschweigen. Ich verstehe, wenn das in der Ukraine der Fall ist. Ich verstehe Menschen, die militärisch denken und sagen, wir haben keine Möglichkeit, darüber zu denken. Das verstehe ich, aber ich verstehe nicht, warum es so in Deutschland ist. Die Partei Die Linke hilft, aber es ist zu wenig, was sie macht. Was muss man dabei tun? Man muss das ganze Europa einbinden. In jenen Bereichen, in jenen Richtungen, in allen Richtungen müssen wir etwas unternehmen. Wenn wir in diesem engen Kreis sprechen, das bringt zu nichts. Angela, der Bundeskanzler, hat beschlossen, okay, an die russische Grenze kann man Panzer liefern. Und diese Panzer können dann ganz schnell auch vor St. Petersburg stehen. Ich kann nicht ruhig über diese Sachen sprechen. Die Ukraine ist ein sehr großes Problem, und dieses Problem führte dazu, dass deutsche Panzer an der russischen Grenze stehen. Ich möchte nicht, dass meine Kinder in einem Informationskrieg leben. Und wir sind jetzt dabei, dass wir zum heißen Krieg übergehen können, und zwar jeden Augenblick. Wir brauchen eine Aufsichtsbehörde, die sagen wird, sie haben das Gleis der Rechtsstaatlichkeit verlassen. Wenn es unmöglich ist, Medien in Deutschland einzubinden, in der Ukraine ist es überhaupt nicht der Fall, denn es gibt keine Medien in der Ukraine. Das Ziel ist, zu verschweigen. Wenn dem so ist, dann müssen sie unsere Verbündeten in Europa einbinden, damit sie ein Monitoring einrichten. Mein Kollege ist hier. Er ist Journalist. Ein Anschlag auf sein Leben wurde verübt. Und
Wurde das ermittelt? Nein. Journalisten haben keinen rechtlichen Rahmen. Aber Journalisten müssen diesen rechtlichen Rahmen haben. Sie müssen ihre Freiheiten haben, damit sie ihre journalistische Tätigkeit gewährleisten. Deutschland alleine wird das nicht schaffen. Das Europäische Parlament muss eingebunden werden. Außer diesem Monitoring-Ausschuss, was kann man noch machen? Eine Diskussionsplattform ins Leben rufen. Und hier spreche ich Abgeordnete an, die Möglichkeit haben, in die Ukraine zu reisen, die nicht auf dieser Liste der Internetseite Peacemaker stehen. Kommen Sie in die Ukraine, damit Sie Präsenz zeigen, damit Sie zeigen, dass Sie zuhören, dass Sie zusehen. Diesen Informationsbunker in Europa muss man durchbrechen. Diesen Informationsbunker in der Ukraine muss man kaputt machen. Deswegen bitte ich Sie, finden Sie Zeit, kommen Sie in die Ukraine und arbeiten Sie mit denen zusammen, die dort auf diese Hilfe angewiesen sind. Wenn Sie mit Russland zusammenarbeiten, dann wird es wieder als Russlands Propaganda abgestempelt. Wir haben Hoffnung auf Polen, Deutschland, auf dieses Normandie-Format. Polen spielt leider nur ein Spiel. Es bleibt Deutschland. Was Frankreich macht, weiß ich nicht. Also, liebes Deutschland, brennen Sie bitte dafür, dass die Ukraine wieder zu einer normalen Situation kommt. Vielen Dank. Es gab jetzt mehrere Wortmeldungen. Einmal da vorne. Gab es noch weitere Meldungen? Es ist sehr schön, was jetzt gesagt wurde, aber ich glaube nicht. Ich habe auch davor gesagt, also unsere Politiker wollen das nicht. Und Ukraine ist auch ein Land, was für ein politisches Mobbing von Russland jetzt genutzt wird. Ukraine versteht das nicht, höchstwahrscheinlich oder nur wenige in der Ukraine können das verstehen, dass Ukraine einfach genutzt wird dafür. Und deshalb ist es sehr schwer, das, was Sie gesagt haben, es ist sehr schwer, natürlich so aufzubrechen und was zu machen. Das, was Sie gesagt haben, sehr geehrter Herr Journalist Heiden, ist es sehr wichtig, bin ich gleich dabei. Ich habe sehr große, nicht nur verwandtschaftliche Beziehungen, ich habe als Abgeordneter des Bundestages und danach 15 Jahre für die Ukraine, mit der Ukraine gelebt, alle Maidane mitgemacht und deshalb kann ich auch vielleicht so wie Sie nicht ohne Emotionen darüber reden, was in der Ukraine stattfindet. Meine Frage ist aber an die ukrainischen Journalisten, an die ukrainischen Medien. Wie können wir ihnen helfen? Natürlich, das, was sie in der Ukraine machen, in der russischen oder ukrainischen, höchstwahrscheinlich Sprache, ist das okay, aber davon erfährt, sage ich jetzt so salopp, die Welt nicht. Und wir müssen auch unsere Politik irgendwie aufbrechen. Nur die Linken können das nicht. Was unser SPD-Außenminister über Russland gesagt hat, was Angela Merkel über Minsker Abkommen sagt, das hilft nicht weiter. Was können wir machen? Das, was sie ihre Kenntnisse in Deutschland populär zu machen. Wie können wir vielleicht Sie mehr hier einladen, zu solchen Podien, zu solchen Kongressen organisieren? Die Frage, ob Sie schon versucht haben, von Ihrer Seite mit den deutschen Journalisten, mit den deutschen Verbänden der Journalisten die Verbindung aufzunehmen. Gelingt es nicht? Also was können wir machen? Weil, wie gesagt, ich sage nach wie vor, kann wiederholen, was ich schon vorgesagt habe, wir in Deutschland tragen dazu bei, das zustande zu kommen, was in der Ukraine passiert. Und wir müssen das aufbrechen. Wie? Mit Ihrer Hilfe. Also wir sammeln kurz die Fragen und dann gibt es nochmal Abschlussantwort. Ich bitte nur, möglichst kurz zu halten, damit wir ein bisschen noch wieder in den Zeitraum kommen. Guten Tag, liebe Kollegen. Ich werde in russischer Sprache sprechen. Ich heiße Natalia Natalina. Ich vertrete hier die Gesellschaftsorganisation Uspeshna Varta. Diese Organisation beschäftigt sich mit dem Monitoring in Bezug auf die Gewährleistung von politischen Rechten. Diese deplorable Situation in der Ukraine betrifft nicht nur die Meinungsfreiheit, sondern auch die Gewissensfreiheit.
Denn das System tritt die Füße der Gläubigen mit Füßen. Die orthodoxe ukrainische Kirche wird benutzt. Ein systematischer Angriff findet statt auf friedliche Protestaktionen. Sie als die Linke wissen, dass die kommunistische Partei in der Ukraine und die kommunistische Ideologie in der Ukraine verboten sind. Keine Oppositionspartei kann in der Ukraine eine Aktion durchführen, denn es stellen sich solche Fragen wie Durchsuchungen, Angriffen seitens der Nationalisten. Und es ist wichtig, im Auge zu behalten, dass Bürgerrechte und Menschenrechte wirklich sehr wichtig sind, denn 2019 gibt es Präsidentschaftswahlen und Parlamentswahlen. Und ich denke, abweichende Meinungen, sei es bei den Parteien, sei es bei einzelnen Personen, werden bestraft, und wir werden diese Situation nicht verändern. Diese Wahlen werden ohne Alternative stattfinden, denn die meisten Menschen in der Ukraine sind dieses Wahlrechts beraubt. Meine Organisation hat ein Monitoring der Gewährleistung dieser Rechte aus dem Jahre 2014 vorbereitet. Wir haben vor, die Ergebnisse dieses Monitorings in der Ukraine zu präsentieren, obwohl wir sehr gut verstehen, dass unsere Bürgerrechte nur wenig Möglichkeit haben, zusammenzukommen. Die Bürgerrechtler in der Ukraine werden angegriffen. Ruslan Kazaba, sein Büro versucht der Mann zu verminen. Es ist unmöglich, eine alternative Meinung darzustellen. Wissen Sie, wir können sie mit allen Informationen versehen, wir können sie mit allen Tatsachen versehen, damit sie artikulieren. Wir können sie nicht totschweigen. Und diese Monitoringsmission, das ist ein Format, das möglich ist und interessant ist. Aber wir müssen uns beeilen. Es bleibt sehr wenig Zeit, weniger als 9 Monate vor dem Eintritt jener Ereignisse, die vielleicht die Situation in der Ukraine verändern können. Ja, es gibt noch 2 Wortmeldungen und ich bitte kurz zu halten, damit es noch die Möglichkeit der Antwortrunde gibt, weil wir das nächste Podium dann stattfinden lassen. Ja, vielen Dank. Eine Anmerkung. Es gibt ja, wenn westliche Propaganda läuft, immer die Aussage, Diktator X, Diktator Y vernichtet gerade sein Volk oder bombardiert sein Volk. Das ist mal mit Blick auf die Ukraine bislang nicht deutlich geworden. Es soll etwa angeblich über 10.000 tote Ukrainer im Osten geben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die von der Ostukrainer umgebracht worden sind, sondern wahrscheinlich durch die Artillerie- und Panzerangriffe durch die ukrainische Armee und diese entsprechenden Bataillone. Das spielt in der deutschen Medienberichtung in dieser Formulierung, vernichtet sein Volk, eben keine Rolle. Eine Anmerkung. Die zweite ist, es hat aber auch dazu beigetragen, dass in der deutschen Öffentlichkeit eine zunehmende Skepsis gegen die deutsche Berichterstattung über Osteuropa, über Ukraine, Russland gibt. Dass dahingehend, dass zunehmend Menschen auf alternative Medien zurückgreifen, also Internetmedien, und sich andere Informationen als die der öffentlich-rechtlichen oder der privaten Medien. Das wiederum hat zu einer Reaktion geführt im Rahmen der EU und auch jetzt der NATO, dass man so eine Art Zentren schafft, Strukturen schafft, um die sogenannten Fake News zu bekämpfen, also eine Anti-Propaganda-Institution im Rahmen der EU, im Rahmen der NATO. Das heißt, es wird hier weiterhin aufgerüstet. Meine Frage ist jetzt anschließend, Soros Foundation. Wir wissen ja alles, wo Soros steht. Meine Frage aber, er kann ja auch kein Interesse daran haben, dass Faschisten in der Ukraine das Sagen haben. Wenn ich diese These weiter verfolge, dann frage ich mich, gibt es von Soros irgendwelche Initiativen, Journalisten kritisch auszubilden in der Ukraine? Also, weil er eigentlich mit der Entwicklung auch nicht zufrieden sein kann, wie es gerade in der ukrainischen Gesellschaft läuft. Gibt es da irgendwelche Maßnahmen von ihm? Grigori Petrenko ist mein Name. Ich bin ehemaliger Abgeordneter des Parlaments aus Moldau. Viele Jahre war ich beim Europäischen Parlament. Ich bin Ukrainer.
Ich beschäftige mich mit der Ukraine. Ich habe mich immer damit beschäftigt, auch während meiner Zeit im Parlament der Moldau. Ich habe gespürt, was die Meinungsfreiheit in der Ukraine ist. Ich war beim letzten Mal in Kiew und habe mich an der Mai-Demonstration beteiligt, 2015. Die Kommunistische Partei der Ukraine hat mich dazu eingeladen. Da habe ich gesehen, was es auf sich mit der Meinungsfreiheit hat. Ich habe gesehen, was im Osten der Ukraine passiert. Ich war der erste Abgeordnete, der diese Region aufgesucht hat. Und dann habe ich entsprechende Veranstaltungen in Straßburg durchgeführt in Bezug darauf, dass es einen Bericht über die humanitäre Katastrophe im Osten Ukraine gibt. Ich möchte eine Frage an Sie stellen, an Sie, Journalisten, die unter diesen schrecklichen Bedingungen arbeiten. Ich lege meine Solidarität mit Ihnen an den Tag, denn das, was Sie machen, es ist einfach unvorstellbar. Ich möchte Sie fragen, ob es bestimmte Informationen vorliegen in Bezug darauf, wie viele politische Morde in der letzten Zeit in der Ukraine verübt worden sind. Gibt es eine Liste von politischen Häftlingen und eine Liste von politischen Morden? Insbesondere interessiert mich der Fall Sheremet, seine Ermordung, Ermittlungen, die veröffentlicht wurden in Bezug darauf, die besagten, dass Sicherheitsdienste damit zu tun haben. Was wissen Sie davon? Und wie ist Ihre Einstellung gegenüber dieser Ermittlung? Und der letzte Punkt, was den Verbot für unterschiedliche TV-Sender angeht. In Moldau wurden diese Verbote auch ausgesprochen. Russische TV-Sender sind verboten worden. Ebenfalls alle TV-Sender aus jenen Ländern, die diese Übereinkunft über die grenzüberschreitende TV-Ausstrahlung nicht unterzeichnet haben. Also jene Länder, die diese Übereinkunft nicht ratifiziert haben, haben kein Recht, in Moldau auszustrahlen. Gibt es in Bezug darauf ein Gerichtsverfahren in Bezug auf die Einschränkung des Zugangs zu Informationen und wird diese Sache beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte verhandelt? Danke. Sie sind zuerst. Und dann Sie, an Sie. Gut, dann machen Sie es. Ich beginne mit der letzten Frage zu Pavla Sheremeta. Er ist zu uns, in unseren Rundfunksender gekommen, als er mit der Autobombe in die Luft gesprengt wurde. Das war für uns ein ganz schlimmer Tag. Er hat bei uns gearbeitet. Die Untersuchungen, die die Journalisten selbstständig durchgeführt haben, wurden durch die Regierungsbehörden nicht berücksichtigt, durch die Rechtsschutzorgane. Und letztendlich gibt es bis heute keine Informationen, wie die Sache vorangetrieben wird oder aufgeklärt wird. Der Innenminister der Ukraine hat gesagt, sie hätten ungenügend Informationen, um die Sache überhaupt weiter zu betreiben, denn sie brauchen Informationen aus der Russischen Föderation. Punkt. Ja, dann war es das. Und was die Situation insgesamt betrifft, Morduntersuchung an Journalisten in der Ukraine, so ist die offizielle Statistik, mit der wir heute arbeiten können, folgende: 96% von Verbrechen gegen Journalisten der Ukraine bleibt unaufgeklärt. 96%. Das ist leider so. Dann kam die Frage, was man für Journalisten tun kann. Also für uns, in der Tat, wir haben jetzt die Präsidentschaftswahlen. Ja? Im Vorgriff der Präsidentschaftswahlen mit Poroschenko erfahren wir einen unheimlichen Druck. Wir gehen davon aus, dass wieder viele Büros durchsucht werden, dass vielen wieder Strafsachen angehängt werden und so weiter und so fort. Ideal wäre für uns eine Resolution des Europäischen Parlaments zur Meinungsfreiheit in der Ukraine. Und es wäre wichtig,
in Kiew Veranstaltung unter Beteiligung hochgestellter europäischer Abgeordneter durchzuführen zum Thema Meinungsfreiheit in der Ukraine. Dass man eben nicht nur wir zum Wort kommen, sondern dass eben auch die Verantwortlichen für die Fragen der Meinungsfreiheit in der Ukraine die Position der europäischen Öffentlichkeit dazu vernehmen. Nicht nur unsere Meinung, sondern eben auch der europäischen Gäste. Und ja, solche Reaktionen kann es nie genug geben. Möglichst viele Rundtischgespräche, ja, das ist schon auch ein Schutz für uns, dass es nicht zur absoluten Grenzenlosigkeit kommt. Vielleicht ist es ja schon so. Ich möchte kurz zu Sheremeta ergänzen. Nach dem Gefängnis habe ich angefangen, im 17. Kanal zu arbeiten. Und wir waren zufällig in der Nähe bei diesem Attentat. Und alle letztendlich, nicht nur Journalisten, sondern bis hin zur Putzfrau, wurden alle zur Befragung in die Sicherheitsdienste reinzitiert. Und wir wurden auch geworben, abgeworben. Ja. Letztendlich hat man solche Versuche unternommen. Und dann kann man auch in Masken, wer das war, weiß man nicht, die den Telekanal 17 auseinandergenommen haben, zusammengeschlagen haben, vernichtet haben und der Telekanal 17 ist immer noch nicht wieder auf die Füße gekommen. Die Frage war, was Sie tun können. Hier gibt es Abgeordnete, hier gibt es Aktivisten, hier gibt es Journalisten. Jeder kann auf seine Art helfen. Natürlich, wenn jetzt und behüte wieder ein Mordfall passiert, könnte man der Familie helfen. Wenn jemand zusammengeschlagen wird, kann man sicherlich auch helfen. Aber das Wichtigste ist gar nicht die finanzielle Hilfe, wirklich nicht. Das Wichtigste ist, wenn man auf der Ebene der Legislative hilft. Man kann diese Brandzünder praktisch zur Raison rufen. Die stellen sich nicht vor, dass sie kritisiert werden könnten. Dieses Regime in der Ukraine hält sich einfach nur, weil es wirklich keinen anderen Gesichtspunkt gibt. Es gibt nur die Meinung der Regierung, der Macht. Und wenn sie helfen, dass auch die Alternative leben kann, egal, wenn es im Internet ist, ja, würde das uns schon sehr viel helfen. Und wir objektive Journalisten können auch versuchen, die Situation von unterschiedlichen Seiten zu beleuchten. Wir werden die Regierung bei uns kritisieren weiter, sodass eben das Regime in Kiew möglichst bald abgewählt wird. Vielen Dank. Also ich möchte nochmal die Frage aufgreifen, die Kollegin, die im Bundestag saß. Ich weiß nicht, wie ist Ihr Familienname? Hoffmann. Ah, Frau Hoffmann. Also ich meine, es gibt ja in Deutschland im Internet, also vor allem im Internet, sag ich mal, wirklich alternative Medien, die sehr viel über die Ukraine berichten. Aber, also ich meine, wenn wir versuchen würden, zum Beispiel eine Folgekonferenz zu organisieren, wo wir mal alle diese Initiativen an einen Tisch kriegen und zusammen mit den Ukrainern beraten, einfach wie wir weiter vorgehen. Das wäre, glaube ich, schon eine gute Sache. Also man muss irgendwie eine Arbeitsstruktur finden, weil, ich meine, die Linke kann auch nicht ständig Konferenzen wahrscheinlich organisieren. Das ist ein großer Arbeitsaufwand. Und man muss die Zersplitterung überwinden, dieser ganzen Ukraine-Initiativen und Website, die es gibt. Und da müsste man vielleicht einfach mal den ersten Schritt machen, und um dann adäquat agieren zu können. Weil natürlich in der Ukraine wird es weiter große Ereignisse geben, die unsere Solidarität erfordern. Und das, um das wirklich medienwirksam zu organisieren, muss man ein Komitee schaffen oder was weiß ich. Ja, vielen Dank Ihnen allen für Ihre Aufmerksamkeit. Ich würde vielleicht ganz kurz noch zum Schluss dieser Runde sagen, ich bin seit wenigen Monaten im Menschenrechtsausschuss und wir hatten auch die Ukraine zum Thema. Und es war wirklich erstaunlich, wir sprechen über die verschiedensten Länder auf dieser Welt, über die Rohingya in Myanmar, wir sprachen über Ägypten, wir sprachen über die Türkei und über die Ukraine, und es war wirklich erschreckend.
Also die Ostukraine wurde, war eigentlich nur das Thema. Alle Fragen, die ich gestellt habe zu Medienfreiheit, Journalistinnen, Journalisten, zum Zugang zur Schule und auch der Umstellung der Lehrpläne, all diese Sachen wurden einfach ignoriert und abgekanzelt. Und das war so erschreckend, weil es auch deutlich machte, wie weit die Regierung, aber auch ihre Behörden mittlerweile politisch in eine ideologische Richtung arbeiten. Und alles andere wurde quasi als Russland-Hörigkeit abgekanzelt. Und ich kann nur sagen, das war jetzt ein erster Schritt. Und ich bin mir sicher, wir können uns vernetzen. Ich kann nicht sagen, dass ich jetzt alle Arbeit dem lieben André aufbürde, aber ich denke, wir können gut weiter zusammenarbeiten, gerade in dem Sinne, dass es einfach auch eine Aufklärung für die Öffentlichkeit hier gibt. Und dann würde ich auch überleiten, wir machen eine kurze Pause und dann geht das nächste Podium weiter, die Ukraine im internationalen Kontext. Vielen Dank.